Das heißt, ich denke mal, ich habe da auf jeden Fall einen Stuhl für die nächsten Jahre. Das ist jetzt bestimmt mein Aua. Ah, fuck. Jetzt ist mir die Schraube in so ein Loch reingefallen im Stuhl drin. Das kommt davon, wenn man YouTube-Videos macht. Nein! Nein! Ich habe eine Lieferung bekommen. Wählt ihr denn, was da drin ist? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich mache mal ein kleines Unboxing. Du kannst doch gar kein Unboxing. Spaß! Was? Der Base, der hat es noch nie gemacht. Der kann das bestimmt nicht. Oh, ich glaube, ich mache das auf meine eigene Weise. Oh. Also gut, los geht's. Kennt ihr das, wenn ihr das Paket am liebsten aufreißen würdet? Aber man weiß ja nicht, man soll es ja nicht tun, wegen Zurückschicken und so. Ja, Freunde. Ein Stern. Das war's mit dem Unboxing. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Spaß. Und ich glaube, ihr wisst schon, was es ist. Es ist ein mega geiler DX Racing Zocker Gamer Sessel. Gucken wir mal, was sich da so drin noch verbirgt. Erstmal Messer weglegen. Vorsichtig. Irgendwas klemmt hier. Jawoll, Digga. Wow. Ich bin jetzt schon verliebt. Absolut. Guckt euch das an. Okay, das mal beiseite. Dann kommt jetzt noch ein Päckchen. Ich denke mal, da sind die ganzen Schrauben und der ganze... Was ist das? Keine Ahnung. Da sind die ganzen Schrauben so drin. Dann haben wir hier noch die zwei Polster. Zwei Polster zum einmal Nackenpolster und einmal Rücken, untere Rückenpolster-Dingens, weißt du? Und dann noch dieses Ding hier. Mega nice, mega nice. Was ist das hier? Ist da noch was drin? Nee, nichts mehr drin. Das heißt, der kann weg. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier irgendwo ein... Ach, das ist auf jeden Fall ein Sitzteil. Es ist der Stuhl ist brutal schwer, muss ich sagen. Aber ist auch, glaube ich, übelst krass. Wo ist denn schon wieder das verkackte Messer hin? DX Racer Formula. Ja. Ich bin kein Freund von Anleitungen, aber ich werde es trotzdem mal aufpacken. Okay. Also der Stuhl, die Seiten von dem Stuhl kommen also. Boah, das ist alles so übelst massiv und schwer, das Zeug. Der Karton hier ist brutal schwer. Okay. Dann haben wir hier wahrscheinlich noch die Feder. Also nicht Feder, sondern hier das, weiß was ich, Luftdruckfenster. Aber wo sind denn die Schrauben? Ach, die sind schon... Au. Ja! Die sind ja schon dran. Die muss ich erstmal abmontieren. Dann machen wir das mal. Hey, mir ist so warm. Es ist gerade brutal warm. Ich weiß nicht, ist es bei euch auch so? Ich habe eine Dachwohnung. Ich sterb fast vor Hitze. Aber gut, Satz mit X, da machst du nix. Da musst du durch. Kalt wird's schon wieder früh genug. So, erstes Schräubchen. Zweites Schräubchen. Also ich muss sagen, auch jetzt so, wenn ich die Schrauben schon rausdrehe, das fühlt sich alles sehr, sehr stabil an. Auch von dieser Schraubenfassung eben. Also wenn ich da Stühle für 40, 50, 60 Euro gekauft habe, da haben schon die Fassungen ziemlich gut gewackelt. Und das hier fühlt sich alles sehr, sehr extrem massiv an. Das heißt, ich denke mal, ich habe da auf jeden Fall einen Stuhl für die nächsten Jahre. Das ist jetzt bestimmt mein Aua. Ah, fuck. Jetzt ist mir die Schraube in so ein Loch reingefallen im Stuhl drin. Es kommt davon, wenn man YouTube-Videos macht. Nein! Nein! Die Schraube, die war hier dran. Hier. Und ich habe die jetzt da reinfallen lassen.
Manchmal frage ich mich, wie kann man so blöd sein? Ha! Puh. Okay, alles klar. Oh. Ey, das wäre schon wieder der Ultra-Hardcore-Fail gewesen. Ah. Weißt du, da hast du schon eine Dachwohnung, musst du so einen komischen Stuhl bei 30 Grad aufbauen und dann passiert dir noch so eine Scheiße. Jetzt sind irgendwie die Muttern auch, wo ist meine Mutter? Keine Ahnung, jetzt machen wir den erstmal daran. Erstmal nochmal Anleitung lesen, schön festmachen. Das ist schon richtig massiv. Das ist schon richtig massiv. Ach so, jetzt kommen die Abdeckungen hier drauf. Wie kommen die da drauf? So. Was? Was? Ach so. Ja. Sieht richtig gut aus. Okay, dann das gleiche auf der anderen Seite natürlich auch. Schritt Nummer 4 ist dann dieses schöne Teil hier. Wie geht das jetzt? Ah, verstehe diese. Lassen die das mal raus. Oh, ich schwitze, ey, das ist unglaublich. Dann machen wir das da jetzt mal ran. Das hebt ein paar Jahre. Okay, dann wäre das erledigt. Boah, die Rollen, ey. Die sind ja Wahnsinn. Das heißt, selbst die Rollen fühlen sich schon qualitativ echt hochwertig an. Das funktioniert. Und jetzt muss ich einfach nur noch. Oh la la. Oh. 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 Ja. Oh. Das ist ja mega geil. Tja, Kinders. Und fertig. Oh. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ey, das ist der Hammer. Oh, herrlich, schaut euch das an. Wahnsinn. Nochmal eine schöne kleine Nahaufnahme. Okay, Freunde, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Das Video ging jetzt übrigens 32 Minuten. Also ich habe 32 Minuten gebraucht, diesen Stuhl aufzubauen. Und ja, ich habe nicht überdurchschnittliche Fähigkeiten. Also zwischen einer halben und dreiviertel Stunde sollte machbar sein. Dann bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Euer Base2Hard. Ciao.